Herzlich willkommen, liebe Teilnehmende des BGW-Forums, liebe Zuschauende zu Hause an den Bildschirmen. Mein Name ist Katrin Degenhardt und ich lade Sie jetzt ein zum ersten Teil unserer dreiteiligen Kochshow mit TV-Koch Volker Westermann. Unser Spezialist hier natürlich, er wird für Sie kochen, er wird gemeinsam mit Ihnen kochen. Wir haben drei verschiedene Dinge vorbereitet. Genau. Heute Nachmittag wollen wir beginnen mit einem Snack und einem Erfrischungsgetränk. Morgen kommt dann eine Hauptmahlzeit dran und am letzten Tag wollen wir Ihnen auch noch zweierlei Arten von leckerem Frühstück zeigen. Sie brauchen jetzt aber nicht Papier und Bleistift zu zücken, um alles möglichst mitzuschreiben. Das haben wir ganz bequem gestaltet. Sie können auf der Kongressplattform unter Pause und Ausstellung finden Sie alle Zutatenlisten und alle Rezepte exklusiv von Volker Westermann. Da können Sie sich das alles in Ruhe runterladen. Und wenn Sie trotzdem mit uns zusammen noch mal kochen wollen, dann können Sie das ab dem 22. Oktober tun, denn dann finden Sie unsere Sendung auch auf dem BGW YouTube-Channel. Jetzt wollen wir aber loslegen, denn wir haben nur eine halbe Stunde Zeit. Genau. Und wollen einfach mal schauen, was hast du denn vorbereitet? Ja, ich freue mich, dass ich dich in meiner Küche mal begrüßen darf. Ja, und das freut mich auch sehr, dass du uns eingeladen hast. Wir kochen jetzt gemeinsam. Du sagst ja immer so, oh, ich kann das alles nicht so richtig. Nee, ich kann das wirklich nicht. Und es ist eigentlich alles gar nicht so schwer. Ich habe heute einen mediterranen, schönen Paprikasalat mit Zwiebeln, frischen Kräutern, Knoblauch, bisschen Aceto Balsamico, den dunklen Balsamessig kennt man ja, bisschen Olivenöl vorbereitet und als Kontrast, so als Gegenstück, so ein bisschen zum Mittelmeergericht, ein bisschen asiatische Limonade, die man sich prima selber auch zubereiten kann, mit Ingwer, mit Limettensaft, Limettenabrieb und Minze, wer das mag. Bisschen braunen Zucker haben wir dabei, wer das nicht mag, lässt ihn weg. Und bei Limonaden ist man ja sowieso sehr, sehr frei, was man an Geschmacksstoffen, an natürlichen Geschmacksstoffen natürlich, dazu gibt und welche man rauslässt. Wenn jetzt einer keine Minze mag, dann nimmt er eben keine Minze. Ja. Aber die Kombi ist schon toll. Aber es ist sehr erfrischend. Also man füllt es dann am Ende, nachdem das Wasser erwärmt wurde, die ätherischen Öle gezogen haben, füllen wir das in eine Kanne, machen Eiswürfel drauf. Ist ein tolles Erfrischungsgetränk im Sommer. Jetzt war der Sommer nicht so toll, aber trotzdem lecker. Und dann würde ich sagen, da die ja ziehen muss, fangen wir an. Wir haben hier schon ein bisschen Wasser aufgewärmt. Ja. Man sieht es vielleicht auch schon, ein bisschen braunen Zucker haben wir auch schon reingegeben. Übrigens im Original Caipirinha kommt kein brauner Zucker rein. Das weiß bloß keiner. Also wenn du in Brasilien bist, die kennen keinen braunen Zucker. Die hauen richtig den weißen Zucker auch rein, das oder? Nicht, die nehmen einen Guarani-Zucker. Oh. Das ist so ein, sieht fast aus wie ein Puderzucker und der wird, ja, der ist ganz fein. Das ist wie so der Sand von der Copacabana, weißt du? Ja, so ein genau. Bisschen. Und das kennt aber kein Mensch hier und das macht diesen Caipirinha auch so ein bisschen cremig. Ganz andere Nummer, aber ein Brasilianer kennt keinen braunen Zucker. Wir hingegen schon. Und den haben wir jetzt hier aufgelöst. Ich habe jetzt mal so gedacht, so einen halben, dreiviertel Esslöffel auf die Menge. Wenn es dann zu süß wird, können wir ja nachher dann auch mit dem Wasser ein bisschen verdünnen. So, das heißt, jetzt bräuchten wir die Limetten. Und zwar machen wir da Schalen, da haben wir auch schon ein bisschen was vorbereitet. Wir können das auch mal hier in die Deckenkamera zeigen. Ganz wichtig ist, dass man nicht bis zum Weißen geht. Die haben ja so eine Schicht. Ja. Erst natürlich die Schale, sieht man bei den Orangen auch immer ganz gut. Und dann kommt diese weiße Schicht. Und dann kommt eigentlich erst die Frucht an sich. Wichtig bei dem Abrieb, nicht ins Weiße gehen, weil das ist das, was es bitter macht nachher. Also nur die Schalen abreiben. Also so wie es wir hier haben, ist es genau richtig. So würde ich sagen, ist es in Ordnung. Okay, dann reibe ich mal noch ein bisschen, wenn du... Und da ist es dann auch wichtig, dass das Wasser lauwarm ist, dass die ätherischen Öle auch nicht bitter werden und zu lange ziehen. Also das ist eigentlich immer so eine Geschichte, wo man sagt,
so gerade auch bei frischen Kräutern, das sind ätherische Öle. Viele kochen die ja dann mit. Auch bei der Minze ist ja viel, ist der ganze Geschmack ist ja in den Blättern und auch in den Stängeln drin. Wenn du die zu lange drin lässt, ist der Geschmack weg. Mhm. Deshalb, also gerade auch bei Soßen, das seht ihr gleich auch beim Paprikasalat, musst du eigentlich die Kräuter zum Schluss so ein bisschen mitziehen lassen und dann so schnell als möglich servieren, weil sonst ist die Essenz und die ätherischen Öle und der eigentliche Geschmack einfach dann weg. Und die ätherischen Öle sind unheimlich wichtig beim Kochen, ne? Unbedingt. Also und Geschmack ist dir ja sowieso sehr, sehr wichtig. Natürlich. Ganz intensiver Geschmack. Muss ich die komplette Schale von einer Limette nehmen? Das oder? Bleibt dir jetzt eigentlich überlassen. Bei der Menge würde ich jetzt sagen, das würde fast schon reichen. Mhm. Was natürlich immer möglich ist, auch gerade bei einer Limonade, du kannst ja immer nachsteuern. Wenn ja. du sagst, ein bisschen doch zu wenig Limette oder ich mag doch lieber Ingwer mehr, mach es so. Das ist also, das ist so eine Sache, du kannst alle möglichen Geschmacksrichtungen da reinzaubern. Das ist total dir überlassen. Ist so. Jetzt super, sieht gut aus. Mhm. Jetzt würde ich das aber noch nicht reingeben, sondern okay. ich würde das jetzt im Schälchen behalten. Und ja, den, guck mal da, das machen wir auf, das kann man aufmachen. Mhm. Genau, guck mal, wie schön. Das ist nämlich richtig grasgrün. Und wenn du das riechst, das ist einfach ja, Wahnsinn. Wunderbar. So richtig toll, limettig und so. Kannst ruhig offen lassen. Mhm. Dann würde ich jetzt mal ein bisschen Ingwer, gib's mir mal die Reibe bitte. Ja. Dann mache ich mal Ingwer, das ist ja auch immer so eine Sache. Manche Leute mögen ja Ingwer überhaupt nicht. Ich liebe Ingwer. Ich bin ein totaler Ingwer-Fan. Ich trinke immer gerne einfach nur heißes Ingwerwasser tagsüber. Das, aber das werde ich natürlich auch mal probieren. Das ist wahrscheinlich noch wesentlich schmackhafter. Ja, aber ich mag diesen Geschmack von Ingwer sehr, sehr gerne. Total. Also mir ist es natürlich auch im Thai-Curry und überall liebe ich es auch. Aber selbst als süße Komponente oder mit süßen Komponenten finde ich Ingwer auch total spannend. Einfach eine ganz tolle Geschichte. Die übrigens, wenn du sagst, heißes Ingwerwasser, das geht natürlich auch als Heißgetränk, als Teeart, wenn es in die kältere Jahreszeit jetzt geht. Ja, und dann das habe ich mir nämlich schon gemerkt. Und das kannst du, kalt wie warm, kannst du dir das wunderbar ziehen. Und du weißt ja, wenn du Ingwer ins Wasser gibst, je länger du es ziehen lässt, desto schärfer wird es. Genau, genau. Ja, aber lustigerweise, viele Menschen haben ja das Problem, dass sie zu wenig trinken. Und viele, ich höre das immer wieder sagen, so, oh, nur Wasser trinken, das ist mir irgendwie zu laff. Und das ist eben das Schöne, dass du durch so eine Geschmackskomponenten einfach auch mehr Flüssigkeit zu dir nimmst. Klar, ne? Ja, das ist richtig. Guck mal, das riecht ist auch schon ganz toll. Und jetzt riechen wir alleine jetzt nur an diesem, ja. an diesem Ingwer. Und jetzt können wir die Limette schneiden. Ah, jetzt die Limette schneiden. Einmal die Limette halbieren. Mhm. Und auch da wieder ganz nach rein. Gefühl. Das brauchen wir gleich für den Paprikasalat. Ja. So. Und jetzt gibt es ja den Küchentrick, den wir jetzt aber mit Messern natürlich nicht zeigen. Normalerweise kannst du die Limette einschneiden und dann am Messer ausdrücken. Finde ich persönlich aber auch sehr gefährlich. Das heißt, wenn wir die Limette jetzt einfach in unsere kleinen Patschehändchen nehmen und ausdrücken, ist das genauso gut. Wenn da ein bisschen Fruchtfleisch mit dabei ist, das ist, stört kein Mensch, ist kein Problem. Soll ich einfach machen? Ja, machen. Ja, gut. Dann drücke ich mal so. So, dass nicht zu viel daneben spritzt. So. Super, wunderbar. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen sauer, aber das kann man ja noch ein bisschen nachsteuern mit Wasser. Ja. So, jetzt ist es lauwarm. Ich mache jetzt auch nicht mehr Hitze drauf. Jetzt kommen die Limettenzesten, also der Abrieb da rein. Ah, ja. Den einfach mit dazu. Einfach dazu schütten. So. Wunderbar. Und jetzt kannst du. Kennst du vielleicht auch beim Cocktail machen oder so, oder auch wenn du mit Basilikum arbeitest, dass du das Blatt nimmst und so ein bisschen in der Hand schlägst. Ja. Weil das löst die ätherischen Öle besser raus. In dem Moment, wo das Blatt ein bisschen dunkel wird und so Risse bekommt, das Dunkle ist quasi die Stelle, wo die ätherischen Öle austreten. Aha, okay. Also zupf dir gerade mal so vom Stängel so ein paar Blätter ab. Ja, gerne. Dann mache ich was damit? Klatschen. Okay. Oder so vielleicht auch ein bisschen mit so. Dem, ja, genau, so ein bisschen. Ich mörsere jetzt. Du mörserst in deiner eigenen Hand. Genau. So. Und dann kannst du sie wirklich so ein bisschen
Siehst du auch, sie werden jetzt dunkler. Ja, es riecht auch jetzt. Und jetzt kommt nämlich das Aroma erst richtig durch. Und jetzt siehst du, die werden dunkler. Ja. Und das Dunkle ist jetzt eigentlich nichts anderes, als dass die Öle austreten. Damit hast du sie natürlich gleich im Wasser und nicht nur im Blatt. Verstehe. Also einfach jetzt... Einfach mit reingeben. Damit reingeben. Ja. Gut. Weil wir sieben es am Ende sowieso nochmal ab. Das kommt auch noch dazu. Katrin, wie ist das in deinem stressigen Job? Kommst du überhaupt zum Snacken, mal eine Limo genießen, mal zum Selbstkochen? Wie ist das? Naja, also nicht so oft. Ich gebe es ehrlich zu. Obwohl ich lerne gerade dazu, dass es es wert ist. Dass man sich zum Beispiel die Zeit nimmt, so etwas, das kann man in einer großen Menge zubereiten einmal und dann füllt man sich das einfach mal in ein, zwei Flaschen ab oder so und dann hat man aber wieder für ein paar Tage genug Vorrat. Weil lang kann man das wahrscheinlich nicht das aufheben. Das kannst du nicht lange aufheben, ne? Also ein, zwei Tage, also, genau. Weil die ätherischen Öle verfliegen dann auch und dann schmeckt es nach nicht mehr dem, was wir reingetan haben, sage ich mal. Ja. Insofern immer frisch, aber du siehst ja, wie schnell es geht. Ja, es geht super schnell. Und insofern ist es ja meistens der Kopf. Der sagt, ach, Kochen ist so anstrengend. Ach, Kochen braucht so viel Zeit. Ja, oder wenn man halt nur für sich alleine kocht, ne? Dann denkt man so, ach Gott, der ganze Aufwand nur für mich, dass ich dann da alleine sitze und mein Essen esse. Aber es ist ja wirklich, man tut sich ja was Gutes damit. Okay. Vor allen Dingen, wenn man eben mit guten Zutaten, mit gesunden Zutaten, mit frischen Zutaten kocht. Ich werde mich bessern, Volker. Und Freunde einladen. Einfach mal eine kleine Kochsession machen. Das macht Spaß, so wie wir das jetzt auch fürs Forum hier machen. Ihr seht ja, das ist total cool, zu zweit, aber auch zu sechs, zu siebt und so in der Küche zu sein. Jeder hat eine Aufgabe, jeder schnippelt, jeder probiert. Das ist eigentlich so das Geheimnis. Man kann schöne Gespräche dabei führen. Du kannst super Gespräche führen. Wenn es jetzt nicht gerade ein Snack wäre, würde ich dir ein Glas Rotwein anbieten. Aber wir haben ja die Limo. Ist noch früh am Tag. Genau, richtig. So, während die Limo zieht, die schieb ich einfach jetzt mal hier ein bisschen rüber, dass die uns mal nicht so im Weg steht, fangen wir mal mit dem Paprikasalat an. Dazu, stell dir vor, brauchen wir Paprika. Wow! Man soll es nicht glauben. Es ist tatsächlich so, ich wollte hier schon Espresso trinken, das ist aber der Aceto, Balsamessig. Den gibt es übrigens auch in hell. Ich finde den dunklen immer so ein bisschen aromatischer, immer ein bisschen süßer. Unterstützt auch die Paprika schön. Bei Paprika aufpassen, dass wir sie nicht zu lange anbraten. Die haben relativ viel Zucker. Das wird auch bitter, karamellisiert. Und was ist mit Zucker, wenn er anbrennt? Wird bitter. Deshalb Paprika immer ganz vorsichtig ziehen lassen, kurz mitbraten, Hitze reduzieren. Ja, dann können wir mal... Was kann ich tun? Ich bin ja hier für die niederen Arbeiten angestellt. Ich bin nieder und du arbeitest. Also das ist gar nicht so verkehrt. Das ist eine gute Verteilung. Finde ich ein super Deal. Bin ich sofort bei dir. So, wir haben jetzt hier... einmal eine vorgeschnittene Paprika und im besten Fall soll die, die du jetzt machst, auch so aussehen. Jetzt muss ich hier... Ich kann es dir aber auch erstmal zeigen. Genau, zeig's mir doch lieber. Das Blöde bei den Paprika sind ja immer diese weißen... Die Kerne. Aber so. Was immer funktioniert, ist, wenn du hier, wie bei der gefüllten Paprika, den Deckel aufschneidest... Und guckst, dass du dann einmal rundherum gehst. Und jetzt nimmst du den Deckel und drehst ihn einmal so ein bisschen. So. Ja, ganz... Dann hast du das Ganze gehäuft. Boah, das ist ja voll der gute Trick. Und dann einfach aufstupsen. Ja. Und dann bist du fast schon innen drin kernfrei. Das ist ja so, super. Das ist schon mal schön. Und jetzt kannst also du... Also merken. Das zeige ich jetzt auch nochmal für die Deckenkamera. Jetzt kannst du an den weißen... Strängen aufschneiden. Und jetzt kannst du, genauso wie ich das gemacht habe, einfach schön, schön weitermachen. Zwiebeln haben wir vorbereitet, da haben wir uns geeinigt, dass wir die nicht hier vor der Kamera schneiden. Das würde unser Make-up total zerstören. Total. Und es wäre eine sehr traurige Veranstaltung. Ja, genau. Ich übergebe mich, also das Messer an so rum, und dann darfst du... Dann schauen wir mal zu, wie Frau Degenhardt jetzt mit der Paprika klarkommt. Gut, also ich versuche jetzt einfach mal hier schöne, so wie das da schon vorbereitet wurde,
ein Traum, meine Damen und Herren. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Margarete Nowak. Sie ist Ökotrophologin und Ernährungsmedizinerin und Ernährungsberaterin bei den Special Olympics Deutschland. Das ist die große Sportorganisation für Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Und wenn Sie sich besonders für dieses Thema interessieren, dann kann ich Ihnen ganz warm Ihre Websession ans Herz legen. Am Mittwoch findet die statt und da geht es um Besonderheiten in der Ernährung im Leben mit Behinderung. An dieser Stelle auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank an Margarete Nowak. Ich werde schon mal die Zwiebeln in ein bisschen Olivenöl so ein bisschen andünsten, mhm, weil wie gesagt, wenn die Paprika reinkommt, sollten wir nicht mehr viel zu viel Hitze draufgeben. Mhm. Wir haben hier auch Knoblauch. Jetzt kann man diskutieren, muss man den pressen, reiben, schneiden, wie auch immer. Ich würde ein bisschen anpressen, weil manche mögen halt so auf dieses Knoblauch beißen, nicht so gerne. Ja. Und dann so leicht aromatisieren mit dem Knoblauch. Muss man bloß aufpassen, der wird gepresst schärfer, als wenn du ihn schneidest. Mhm. Ja, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Tja, so, ich schneide schon mal weiter. Das heißt also, dieser Paprikasalat ist nicht ein Rohkostsalat, sondern wird ein bisschen angedünstet. Genau, und das hast du dann nämlich selbst auch wieder in der Hand, mhm, ob du die Paprika jetzt weicher willst oder ein bisschen knackiger. Mhm. Jetzt gibt es Leute, die mögen keine rohen Zwiebeln. Ich bin da auch nicht so der Fan von. Aber so leicht im Olivenöl ein bisschen ziehen lassen, finde ich dann sehr lecker. Und das Tolle ist, du kannst den lauwarm servieren. Mhm. Und du kannst ihn aber auch abgekühlt durchziehen lassen. Also beides geht. Und so ein lauwarmer Paprikasalat mit einem frischen Brot, da haben wir es schon lieben, mm-hmm, ist einfach was total Leckeres. Es ist schneller Snack, leicht. Das ist auch eine schöne, leichte Sommermahlzeit. Ach, es erinnert, ne, auch an Urlaub. Es ist genau, wunderbar. Genau. Und gerade jetzt, wenn wir so Richtung Oktober gehen und wieder drin sitzen müssen, dann ist ja die Erinnerung an Sommertage auf jeden Fall immer manchmal auch auf dem Teller ganz toll. Ich glaube, Paprika ist auch so ein bisschen angedünstet, ein bisschen bekömmlicher. Es gibt ja viele, ja, Leute, die diesen rohen Paprika gar nicht so gut essen können, weil sie ihn einfach nicht so gut vertragen. Ne? Und dann ist das, glaube ich, ja, das ist auch ja auch mit vielerlei anderen Sachen so. Also es gibt ja zum Beispiel Leute, die essen einen Rohkostsalat auch mit Pilzen. Mhm. Mit Champignons und so. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Also ein bisschen, bei mir muss eigentlich ein Gemüse immer kurz die Pfanne gesehen haben. Und das mag ich halt so. Ja. Ist so. So, jetzt schau mal, was meinst du von der Menge? Mit den Zwiebeln? Ja. Können wir lassen, oder reicht? Können wir so lassen, ja. Reicht uns. Sehr schön. Gut. Jetzt kommt wieder mein, ja, Zaubertrick, haha. ich mache das immer gerne so, dass ich zumindest mal die Pfanne heißer schalte und dann die Zwiebeln leicht salze. Mhm. Weil jetzt kommen, wir haben es heute ja schon oft von ätherischen Ölen gehabt, jetzt kommen diese Öle schön raus. Das heißt, du hast den Geschmack der Zwiebel intensiviert. Aha. Durch das Salz. Durch das Salz. Das merken wir uns. Also, bevor wir eigentlich die Zwiebeln anbraten, schön salzen. Genau, aber nicht zu lang stehen lassen, weil es dann wieder bitter wird. Also, ich mache das immer kurz in der Pfanne und jetzt merkst du schon, jetzt kriegt der Gas hier. Drehen wir ein bisschen runter. Gerade kurz anschwitzen lassen. Schnuppert doch nochmal an unserer Limo. Ja, ich nehme das mal. Oh, wirklich, das riecht so lecker. Wird gut, ne? Mhm. So, bist du hiermit zufrieden? Habe ich damit bestanden? Perfekt, ja? Total bestanden, super, wunderbar. So, jetzt auch da kannst du steuern, willst die Zwiebel ein bisschen weicher, willst du sie noch knackig. Ich würde fast sagen, das ist in Ordnung. Lass mal noch ein bisschen ziehen. Mhm. Kannst du das nochmal hinstellen. Ich erkläre noch mal kurz was zum Rosmarin. Auch da ist es wichtig, frische Produkte. Guckt, dass ihr euch irgendwo in der Gärtnerei ein Topfbasilikum, Rosmarin, Thymian holt, auf die Küchenbank, aufs Küchenbrett stellt und die dann pflegt und hegt. Und frische Kräuter sind das A und O.
Ja, wir haben die heute jetzt gerade aus deinem Kräutergarten geholt. Ne? Genau. Da brauchen wir nur rausgehen und da ist eine Riesenauswahl an Kräutern. Ich mach's jetzt einfach hier mit rein. Mhm. Ja, super. Aber ich habe auch ein bisschen getrockneten Oregano. Auch der hat seine Daseinsberechtigung. Der gibt dem Ganzen nochmal so eine andere Note, die jetzt tatsächlich ein frischer Oregano gar nicht so hat. Das ist erstaunlich. Ich mache ganz wenig mit frischem Oregano. Da nehme ich eher die getrocknete Variante. Mhm. Majoran genauso. Okay, das merken wir uns auch mal. So, Katrin, wir waren abgekommen. Kochen mit Freunden. Ja, genau. Koch-Events. Ich glaube, das ist doch eigentlich auch sehr beliebt, ne? So dieses Küchenpartys. Total. Ne? Ja, klar. Aber das ist ja vielleicht auch so eine Art und Weise, um so solche Menschen wie mich, die nicht so eine Beziehung zum Kochen haben, auch an sowas heranzuführen. Ne? Also ich werde auf jeden Fall morgen oder übermorgen oder irgendwann, wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich auf jeden Fall diesen Paprikasalat mal nachkochen. Das sieht nämlich wirklich extrem lecker aus. Und jetzt haben wir natürlich immer noch das Thema Corona, ist immer noch alles schwierig und so weiter. Aber dennoch mit ein paar Freunden, die man ohnehin trifft, mal so einen kleinen Kochclub zu machen, wo dann jeder auch eine Idee einbringen kann, finde ich ja auch total spannend. Weil du dir dann ja auch nicht immer ausdenken musst, was kochen Leute für die anderen, sondern jeder schlägt was vor, jeder bringt was mit und am Ende sitzen sie bei dir oder wo auch immer dann zusammen. Ihr habt toll gegessen, ihr habt was Tolles gezaubert und man kommt ins Gespräch. Genau. Das wäre ja zum Beispiel auch, ne, wir sind ja hier auf dem BGW-Forum und da gibt es ja auch Themen, zum Beispiel im betreuten Wohnen könnten Wohngruppen auch zusammen Koch-Events machen und absolut, miteinander kochen. Absolut. Ne? Also man hat ja doch eine ganz andere Beziehung zum Essen, wenn man das gemeinsam gekocht hat. Das zum einen, du lernst natürlich auch was über die Waren, über die Lebensmittel, mhm. Du kannst dich ausprobieren. Kannst rumprobieren, warum gelingt das eine so und das andere nicht. Warum ist das so? Gerade auch Kochchemie finde ich sehr spannend. Warum gerinnt eine Hollandaise oder eine Mayonnaise? Warum passiert das? Wie rettet man sie? Das finde ich ganz spannend. Und so kannst du ja richtig so kleine Kochschulen, Einheiten sogar machen. Und es macht halt Spaß. Ja. Die Leute kommen zusammen. Es ist was ganz Inklusives natürlich auch. Ne? Gemeinsam kochen ist extrem inklusiv. Absolut, ne? Klar, natürlich. Warum gerinnen denn Soßen, nebenbei gefragt? Das ist gerade bei einer Hollandaise, die du ja erwärmst, ist es eben oft der Punkt, dass das Eigelb zu warm wird. Über 61, 62 Grad darf das Eigelb nicht werden. Dann sagt der Koch, dann ist sie dir abgehauen. Dann ist dir die Soße Rührei abgehauen. Genau, dann ist sie geronnen. Und auch wenn du zu schnell Öl dazu gibst, passiert das Gleiche. Was aber die wenigsten wissen, gerade in der Hollandaise, einen Eiswürfel rein und sie ist wieder glatt. Das ist ja mal ein super Tipp, oder? Perfekt, funktioniert, top. Wunderbar, ja, solche Sachen, die muss man wissen. Ja, dieses Wissen weiterzugeben. Dann hast du auch keine Panik mehr in der Küche. Also das hatte ich schon oft, gerade am Anfang, wo ich dann dachte, oh nee, jetzt wieder die Hollandaise, jetzt musst du wieder von vorne anfangen. Musst du nicht. Einfach ein Eiswürfel rein. Perfekt. So. Guck mal, würdest du mir mal eine halbe Knoblauchzehe, die sind nämlich sehr groß. Ja. Gerade mal durchschneiden, bitte. Gerne. Die kleinere. Die kleinere. Ich bin immer großzügig mit dem Knoblauch. Ja, aber der ist sehr intensiv, weil das ist ein frischer. Mhm. Das ist kein getrockneter und der hat auch noch schön Wumms. Gut. So, seht man. Ich denke mal fast, dass das genügt. Schneiden wir runter. Das riecht wirklich so mediterran hier. So, das macht man eigentlich auch nicht in einer beschichteten Pfanne mit einem guten Messer rumkratzen. Habt ihr nicht gesehen? Ist nur einmal vorgekommen. So, guck mal. Und jetzt denke ich, dass auch so die Knackigkeit von der Paprika noch da ist. Es duftet jetzt schon schön nach Kräutern. Jetzt würde ich es auch tatsächlich schon runterfahren von der Temperatur. Dazu passt natürlich auch ein schönes Stück Baguette oder ein Brötchen. Und du hast mir gesagt, du backst deine Brote und deine Brötchen immer
Selbst, wie machst du das denn? Ab und zu. Ich habe mir so einen Sauerteig angesetzt mit Roggenmehl und Wasser. Mhm. Und am Anfang kannst du ein bisschen Milch dazu tun, dass die Bakterien sich eben schneller vermehren, dass der dann geht. Und ich packe mir das dann immer, wenn ich Reste habe, nach dem Backen, einen Rest immer in so ein kleines Gläschen. Du kannst ihn sogar einfrieren, das wissen auch nicht viele. Und kannst ihn dann wieder anfüttern, nennt man das. Das heißt, wenn ich ihn jetzt brauche, gebe ich diese Menge jetzt in eine Plastik- oder Edelstahlschale. Und dann füttere ich an, nochmal mit Roggenmehl und lauwarmem Wasser. Und lasse ihn dann wirklich auch in der Wärme stehen, also in der normalen Raumwärme. Und warte, bis er dann anfängt, bis er geht, bis er anfängt zu blubbern. Der fängt an zu blubbern? Ja, du brauchst eigentlich dann auch keine Hefe mehr oder kein Backpulver, schon gar nicht. Und dann hast du ein schönes Sauerteigbrot mit Roggen, Vollkorn, was du willst. Und dann musst du halt gucken, dass du so eine schöne Form, einen schönen Leib machst aus verschiedenen Mehlen und ein bisschen Salz. Die Säure kommt vom Sauerteig. Ja, und dann hast du dein eigenes Brot. Kannst als Baguette, als Brötchen, kannst alles machen damit. Ach, das ist ja toll. Also das heißt, man muss den einmal ansetzen und dann kann man den immer wieder... Kannst du weiter. Früher gab es den Brothermann, falls dir das noch was sagt. Kinder der 90er Jahre kennen ihn noch. Mhm. Und den hat man ja auch immer ein Drittel verbrauchen, ein Drittel verschenken, ein Drittel aufheben. Es war nichts anderes als ein normaler Roggensauerteig, aber er hieß Brothermann. Naja, ist egal. Also, wir sind kurz vor Ende unserer Stunde. Ja. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Balsamessig mit rein. Auch da wieder nach Belieben. Gehe nochmal ein bisschen mit der Hitze hoch, dass der so leicht karamellisiert. Aber da muss dann, wie gesagt, aufpassen, und wir dann nicht zu viel Feuchtigkeit unten drin haben. Dann hole ich ein kleines Sieb. Mhm. Dann gießen wir unsere Limonade ab und dann... Und dann ist das schon wieder fertig. Also ein leichtes Essen, ein leichter Snack. Paprikasalat, entweder warm oder ein bisschen abkühlen lassen, kalt. Dazu ein selbstgebackenes Brot aus dem selbst angesetzten Sauerteig und ein wunderbares Erfrischungsgetränk, ein Ingwer-Limetten-Limonade. Richtig. Das ist doch eine wunderbare Mahlzeit. Eine leichte Mahlzeit und schmackhaft. Wir gießen ab, wir gießen ein. Viel Spaß beim Nachkochen, beim Mitkochen und vor allem noch viel Spaß auf dem BGW-Forum. Und wir sehen uns natürlich morgen wieder, denn morgen gibt es die Hauptmahlzeit. Guten Appetit, ihr könnt euch freuen. Bis dann.